Kontrollraum. Die Steuerung liegt direkt vor dir. Was zur... Jetfire, nach all der Zeit bist du heimgekehrt. Jetfire, woher kennt er dich? Lange Geschichte. Megatron, es wurden schon genug ausgelöscht. Du musst diesen Wahnsinn beenden. Du hättest zu meinen Decepticons kommen sollen, als du noch die Chance hattest, Jetfire. Ich trage das Autobot-Zeichen mit Stolz, Megatron. Demütigung und Zerstörung werden dir keinen Stolz verleihen. Decepticons, Angriff! Genau darum mache ich Jetfire so. Jetfire ist nämlich eigentlich einer der vielen Bösen. Hätte korrumpiert werden können, aber hat es trotzdem nicht gemacht. Alter, zwei Schläge. Das ist Trollen oder so. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich freue mich schon auf den zweiten Teil. Der erste Teil ist schon geil. Der macht euch nochmal übelst Bock, wenn man lange nicht mal gespielt hat. Auf mehr. Und ich freue mich jetzt auf den zweiten Teil, weil da gibt es dann nämlich Dino-Bots. Und das sind schon meine All-Time-Favorites gewesen. Euer Kampf ist zwecklos, Autobots. Niemals. Wir werden bis zum letzten Spark kämpfen. Bis zum dritten Ende, Alter. Bis zum dritten Ende. Was mit dir, Megatron? Was du nervst. Oh, hi. Komm schon. Los! Los! Achtung! Kühlmittelstand sinkt! Da hast du's, Megatron! Jetfire, wie lange noch, bis er zerfällt? Jeder Nano-Klick zählt! Wir können das beschleunigen, indem wir den Pulsgenerator bei der Kontrollkompensation überladen! Das würde ihn endgültig erledigen! Also gut, du gehst voraus! Alarmstufe rot! Strukturintegrität bei 95%! Kühlmittel sofort ersetzt! Das ist gut, oder? Ist das gut? Jetfire, du hattest recht. Die Station zerbricht in Stücke. Aber noch nicht schnell genug. Wenn wir zum Kontrollraum kommen, können wir echten Schaden anrichten. Alarmstufe rot. Strukturintegrität bei 90%. Was? Das ist eine Sackgasse. So etwas gibt es nicht. Da unten, durch das Kühlmittel. Alarm! Integrität des Energon-Strahls gefährdet! Unfähige Narren! Findet sofort die Autobots! Die Autobots haben das komplette Kühlsystem überladen! Megatron vaporisiert uns, wenn Trypticon verloren geht! Los! Ja, Sir!
Wir sind fast da, Leute. Der Kontrollraum liegt direkt voraus. Na dann, nix wie rein. Eindringlinge! Decepticons! Schmelzt sie! Setzt euch durch die hindurch, Autobot! Nicht nachlassen! Das mache ich nie! Wow! Jetzt habe ich dich! Alarmstufe Rot! Strukturintegrität bei 85%! Also gut! Flügel eingefahren! Nimm das, du Decepticon-Penner! Doch. Meine Fresse, jetzt freue ich mich immer. Ich finde es so geil, dieses. Ah, das ist geil. Das ist einfach so, so Kindheitstraum, ich weiß nicht. Rest. Ist noch irgendwo noch?
er doch nicht. Der Kontrollraum ist gleich da vorne. Leute. Also, wir sind da. Was jetzt, Jetfire? Wir müssen den Pulsgenerator des Strahls überladen. Schießt auf die Schalter auf dem hinteren Pult. Warnung! Sie nähert sich! Systeme laden auf! So, den anmachen. Gefahr, Plasma nähert sich kritischem Stand. Und jetzt der zweite Schalter. Fast bei kritischem Stand. Achtung! Die Decepticons! Haltet sie auf! Das Plasma braucht Zeit, um sich zu überladen! Waffen stand bei 90%. So gefällt mir das. Boah, die nerven die Typen. Gefahr, Plasma stand bei 100%. Komm schon, überlade endlich! Nur keine Heide. Mir gefällt es, Decepticons umzulegen. Mit jedem Nanoklick werden weitere Autobots ausgelöscht. Position halten! Hier kommt noch eine Welle! Stand bei 110%. 110%? Es kann so hoch steigen? Nein, das ist es ja. Es explodiert gleich.